Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute sehe ich heute aus, ich habe mir jetzt den Pullover mal hier so ein bisschen so festgemacht. Moment. So, wenn ich hier schon so einen tollen Spiegel habe, kann man das ja auch zeigen. Ne? Obwohl da meine Wäsche von gestern im Hintergrund liegt, ist da irgendwas Schlimmes zu sehen? Nee. Okay, und jetzt gehe ich mit meinem Hund raus. Die muss mal ganz dringend belüftet, habe ich auch, beziehungsweise habe aufgemacht. Und ja, ist doch auch gar nicht mal so schlecht, oder? Hund, was sagst du? Du musst mal, ich weiß. Na komm. Und es regnet wieder. Ja, Smiley, da musst du schnell machen. Komm. Uiuiui. Mach. Hat aber gestern ihr großes Geschäft wieder nicht erledigt, ne, Smiley? Hm? Willst du nicht nochmal? Oh, es regnet. Hm? Nee? Wollen wir nach oben wieder? Na dann komm. Komm, es regnet, komm. Machen wir nachher, ne? Willst du nicht mehr? Hm? Willst du doch noch mal gucken? Komm, wir gucken noch mal, ob du nicht doch machst. Komm. Nee? Okay. Hatte ich ja gestern Abend liegen lassen. Wir haben noch zwei Pieder gekauft, die werde ich aber einfrieren, weil ich auch vergessen lassen. Mein Vlog ist noch nicht fertig. Alle anderen Videos sind jetzt schon öffentlich für euch oder geplant nachher, aber mein Vlog ist noch nicht fertig. Ich habe den heute wieder mal in drei Teile gemacht, obwohl der nicht ganz so lang war gestern, aber mal schauen. Vielleicht, wenn der nächste, also wenn der zweite Teil nicht so viel ist, nicht so lang ist, mache ich das auch in einem. Weiß ich noch nicht genau, aber ich habe jetzt mal so drei Teile gemacht. Mal gucken. Schaue ich mal gleich jetzt. Oh, ich muss einen Kaffee. Eigentlich müsste ich was essen vorher. So, wird hier auch gar nicht gegessen. Ne? Die essen nur meine Basler Mann. Ich bin die Einzige, die Brot isst. Ich habe so auch fast geschafft. Der Rest ist ja auch im Eis. Habe ich hier eingefroren. Zwei Scheiben mache ich nicht. Ich hoffe mal, dass das nicht schimmelig ist. Ne? Nö, ich glaube, das ist noch gut. Ich mache es in den Toaster. Und ich meine, ich bin noch nicht, das ist noch viel zu tun, denke ich.
viel zu früh. So, liebe Leute, das war das. Hier haben wir noch eine Tüte. Ich esse mal ein bisschen Wasser. Das alle trinke ich mal eben aus, dann noch einen Schluck. Ich werde heute die Flaschen wegbringen. Warum stehst du hier eigentlich so leblos rum? Meine Flaschen werde ich in Zukunft dann hier unten reinstellen. Hier habe ich auch so eine kleine Müllecke hingestellt. Das wird aber auch sich ändern. So, da, ne? Und da werde ich dann die leeren Flaschen auch mit hin tun. Ich habe mir aus Versehen eben die Haare nass gemacht. Und dann habe ich gedacht, wenn sie jetzt schon nass sind, dann mache ich sie auch mit meiner Darfspülung wieder. Es ist wieder, weiß ich nicht, heute ist schon Tag 4 oder was? Wann habe ich sie gewaschen? Ich weiß nicht mehr. Genau. Ich möchte nämlich noch ein Video abdrehen. Das hatte ich eben auch in meinem Blog erzählt. Ich möchte unbedingt noch eine Kur testen mit euch. Huch. Eine Kur mit euch testen. Und da wollte ich mir eigentlich die Haare nicht waschen, aber egal. Also nicht, ne, auch nicht mit der Spülung gewaschen. Mit Shampoo habe ich sie ja nicht. Genau, das habe ich dann vergessen und dann egal. Ach, habe ich euch ja erzählt, ne? Bis 1 Uhr gestern an meinen Blogs gesessen. Die stehen jetzt aber soweit mit Layout und allem. Also meine anderen Blogs. Klar, ich habe immer noch nicht geschafft, eine Kategorie zu erstellen. Auch nicht auf meinem Wolfsmama-Blog, weil so werden alle Posts untereinander aufgeführt. Aber ich hätte gerne eine Kategorie von Rezepten, eine Kategorie Produktvorstellung, Kategorie dies, Kategorie das. Und das habe ich noch nie auf die Reihe gekriegt. Ne? Also man muss Seiten erstellen. Aber wie genau das, wie ich dann in diese Seiten meine ganzen Posts reinbekomme, habe ich noch nicht geschnallt. Aber wie gesagt, nee, muss man sich alles mit beschäftigen. Und das wäre nämlich dann wichtig für die neuen Blogs, die ich mache. Also ich muss mich damit beschäftigen. Ich habe jetzt schon mal so zwei Sachen angefangen bei meinem einen Blog. Und damit ich euch den dann auch schon mal vorstellen kann, das wäre nicht schlecht, wenn ihr zumindest mal Bescheid wüsstet, worüber ich hier immer rede. Aber so ganz leer möchte ich ihn nicht haben. Ich brauche auch noch eine Internetadresse, eine passende. Ja, so knackig wie www.wolfsmama.de. Das war natürlich jetzt aber auch einfach zu bekommen, weil das ist ja nicht so oft. Und die beiden anderen Blogs sind aber schon Namen, die auch dann besetzt sind, ne? So wie ich ihn gern hätte. Na gut, jetzt reden wir mal nicht weiter. Mein Toast ist Intus und dem kommt noch meine Kaffeemaschine dran jetzt hier. Und dann werde ich in meinem Bett, während ich arbeite, ein bisschen was essen. Das soll man ja nicht machen eigentlich, aber hier geht es nicht anders. Das und so machen wir das jetzt. Kaffee bin ich nicht mehr zufrieden. Also den Kaffee mag ich nicht, den Chibo-Kaffee in meiner Maschine drin. Also ich kaufe mir, so wie ich beim Lidl bin oder was, Lidl wollte ich heute auch noch gehen, ne? Kaufe ich mir einen anderen Kaffee. Obwohl der natürlich auch erstmal alle sein muss. Das ist schon richtig, weil ich ihn ja jetzt aufgemacht. Das ist dieser hier, ne? Also das mag ich nicht in so einer Maschine. Der ist dafür ja auch nicht gedacht, aber also das ist nicht meins, ne? Das muss ich mir was Neues ausdenken. Also das mag ich nicht. Dauert auch noch. Also wenn ich den alle machen würde, wollen würde, dauert das noch eine Woche, glaube ich. Ein bisschen Stinkekäse, ein bisschen Honig, vielleicht habe ich Lust drauf. Der Kühlschrank steht da hinten. Der ist nicht zu Ende. Ich immer mal so in die Ecke verschwinde, wo ich dann den Honig hin jetzt. Auch dem macht das aber nichts. Ich glaube, das ist ein teurer Honig. Mein Sohn kauft nur teure Honig.
Geschichten, weil der wird gar nicht so zuckerig. Obwohl der immer im Kühlschrank steht. Wollen wir ja nicht. Naja, ich mache dann mal das Fenster wieder zu im anderen Zimmer, weil Sohnemann nämlich bestimmt da gleich rauskommt aus dem Bad. Dann mache ich das lieber nachher wieder. Muss ja nicht jeder sehen. Ne? So. Dann werde ich nämlich kurz was essen und dann im Wohnzimmer weiterarbeiten. So, die Türen sind auch schon raus und was mache ich mir jetzt drauf? Auf dem Teller am besten, ne? Holzfritt haben wir ja nicht. So. Dann mein Kaffee. Auf nüchternem Magen, ne? Muss ja auch nicht sein. Ich nehme ja immer gerne. Mache ich immer, immer. Nicht nur frisch Käse. Meili gibt Schinkekäse. Hm? Heute ist Donnerstag. Und ich muss mir überlegen, wie ich das Geschenk. Ein Geschenk für Melia gestalte. Kaufe ich nur noch mehr oder mache ich einen Gutschein? Ich wollte ja einen Gutschein, aber ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich lieber nicht doch was kaufen sollte, aber ja, einen Gutschein. Egal. Ich glaube, es ist besser, wenn Emil sich selbst was kauft, weil die jungen Mädchen von heutzutage sind immer ein bisschen spezieller. Das, was ich immer richtig gut finde und richtig toll, finden die dann immer gar nicht so schön. Deswegen ist es, glaube ich, am besten, die kaufen sich selbst. Hatte ich ja schon die ganze Zeit gesagt, aber ich finde das immer so unpersönlich, Geldgeschenke, gerade für kleine Kinder, ne? Weiß auch nicht. Naja. Jetzt esse ich Essen. Käse kommt weg und ihr kommt mit in mein Zimmer. Also, ich bin ja nicht doof, ne? Also, wirklich, ich bin gerade echt, also ich zweifle an mir selber. Ich habe eben abgewaschen. Dieser blöde Abfluss ist verstopft. Also keine Ahnung, also der läuft das nicht mehr richtig durch. Ist ja auch in Ordnung. Jetzt hatte ich ja abgewaschen und dann ist hier ja immer noch so ein bisschen drin, ne? Also an Wasser, an Gebrauchten. Und dann gehe ich ins Wohnzimmer und komme wieder. Ich wollte gerade meinen Kühlschrank auswischen, weil ich habe den Red Bull, den die Kinder gestern nicht getrunken haben, da so doof reingestellt, dass alles ausgelaufen ist, aber egal. Ich will den Lappen auswischen und dann kommt das ganze Wasser vom Abfluss hoch, aus allen Ritzen. Da kommt es raus, da kommt es raus. Es wird immer höher. Und ich habe schon gedacht, du meine Güte, was mache ich denn jetzt? Weil wenn das immer mehr wird, dann läuft das ja über. Ne? Das war schon bis hier oben. Und das dreckige Wasser aus allen Ritzen, auch hier aus diesem Abfluss, da kam es auch raus, hier kam es raus, wird immer höher, steigt hoch. Und ich höre das Geräusch einer Waschmaschine. Aber meine Maschine ist an. Davon mal abgesehen ist sie zu, also die kann sich auch nicht von alleine angemacht haben, weil die geht gar nicht. Und ich höre aber das Geräusch der Waschmaschine. Und dann hört das auf einmal auf. Also dieses Abpumpgeräusch ist weg und sofort gluckert mein ganzes Wasser nach unten. Also muss es ja so gewesen sein, dass die Nachbarin unten die Waschmaschine laufen hat und wahrscheinlich der Abfluss, keine Ahnung, nicht richtig läuft, sodass das Wasser nach oben drückt, die Rohre nach oben zu mir und dass das dann bei mir, das, was ich hier drin hatte, nicht abläuft und dann wieder hochkommt. Also irgendwie so muss das gewesen sein. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ach du Schreck. Keine Ahnung, also ich werde jetzt hier weiter
machen und dann als erstes mal so einen Abfluss frei machen. Und ansonsten müssen meine Söhne das sauber machen. Und hier leckte das auch alles raus. Hier, alles nass jetzt hier. Weil das Wasser da rauskam aus allen Ritzen. Überall kam es raus. Seht ihr? Ach du meine Güte, das ist ja echt. Das war beängstigend. Ganze Nachbarssift, naja, hier oben hast, ne? Oh nee. Und dann hörte nämlich die Maschine auf, unten war auf einmal Ruhe und dann ging das Wasser weg. Also, sagt man, Schreck in der Morgenstunde. Puh, das stinkt dann auch so, ne? Naja, jetzt muss ich das alles nochmal waschen, weil vielleicht ist da irgendwas hochgespritzt zu meinen Gläsern, man weiß es ja nicht. Und genau, und dann, ja, immer nur Probleme. Die Blocks sind auch noch nicht fertig, also ehrlich, nur noch ganz kalte Wasser hier jetzt. Vor allem die Gläser. Aber nicht zu hoch gespritzt, aber trotzdem, ich mache es wieder nochmal einmal aus. Heute Abend wahrscheinlich nicht. Er geht nämlich zu Emmel, weil er ihr helfen muss. Und ich habe kurz überlegt, ob ich mitfahren soll, aber keine Ahnung. Das ist ja dann auch wieder eine Belastung für Miley. Und wir fahren ja eh am Samstag hin, deswegen lasse ich das. So, das war das. Dann, das war vielleicht ein Schreck jetzt hier. Cola-Flaschen. Ich verstehe auch nicht, warum man da immer so einen Schluck drin macht lassen muss. Könnt ihr mir das sagen? So. Jetzt werde ich dann weitermachen. Ich bin ganz sicher, sind alle nass. Die Ritzen hier haben sie nicht richtig verfugt. Und geht mir der ganze Salat da immer rein. Auch nochmal so ein Scheuersalz oder so kaufen, dass ich hier das Wasser abbekomme immer. Wenn man das hier nicht ab, muss ich sonst immer hier mit dran. Auch nicht gut.
Ich mache auch vielleicht nachher noch mal so einen Kühlschrank aufräumen Video mit euch, weil der muss auch geputzt werden. Und das können wir ja dann mal in so einem extra Video machen, dachte ich mir. Mal gucken, ich muss jetzt aber erstmal wieder an meine Vlogs ran. Die sind alle noch nicht hoch. Eins müsste fertig sein, die anderen aber noch nicht. Deswegen, das mache ich dann gleich. Normalerweise mache ich das immer abends, aber da ich hier nicht genug Handtücher habe, um das alles rechtzeitig hier immer zu machen, lasse ich das dann abtrocknen und dann habe ich zu wenig Platz, um das sauber zu machen, und dann lasse ich das stehen, bis ich dann wieder am nächsten Morgen das alles so weit hinbekomme, dass es weg ist. So, das ist aber auch fertig jetzt. Honig lasse ich wieder draußen. Den wollte ich auch noch mal waschen. Mein Müll ist auch da dran, der muss runter. So. Dann erstmal wieder hier hinstellen. Das kann auch weg. So. Dann werde ich da noch so ein bisschen abflussfrei reinmachen jetzt. Sicherheitsverschluss drin, aber meine Hände sind nass. Ich will da jetzt auch nicht mit so einem Hemd dran. Nee, geht nicht auf. Warum nicht? Ach so. Man muss so drücken und dann aufmachen. Das sind auch neue Kinder. Können wir mal über das miese Wetter sprechen? Das ist doch nicht normal, oder? Es regnet und regnet und regnet. Eben habe ich meinen Kaffee in das Ding rein und da war ja das Abfluss, also das Wasser vom, ne, was vom, das Säuberungswasser von der Maschine drin, und den habe ich meinen frischen Kaffee da rein. Den muss ich mir nochmal einmachen. Das trinke ich bestimmt nicht mit so einem Abflusswasser. So kann man es, glaube ich, besser sehen. Das ist halt, ne, wenn du so in so, keine Ahnung, in so Gegenden wohnst und es dann noch regnet, also das ist ja echt einfach nur Depri. Nur Depri ist das. Alle Fenster dunkel, regnet, das, keiner auf der Straße. Auch bei mir auf dem Dorf ist es noch schlimmer, ne? Da ist ja niemand mehr jetzt bestimmt auf der Straße. Da ist alles tot. Nein. Ich habe mir überlegt, wenn ich am Samstag zu MLG noch mal
kurz in die Stadt zu gehen. Entschuldigt, aber die Jungs, glaube ich, gehen bestimmt erst am Abend dahin. Das werde ich nicht schaffen. Weil ich wollte noch mal so in zu Teddy oder so. Naja, mal gut. Vielleicht fahre ich auch irgendwie mal mit dem Bus oder so irgendwo hin. Hier müsste irgendwo ein Einkaufscenter gehen. So, jetzt gehe ich aber auf meinen Sofa hier und werde meine Vlogs zu Ende schneiden. So, geschminkt sind wir auch noch nicht. Wurscht, erstmal arbeiten. Ah ja, da wollte ich hin heute. Ich wollte heute mal hier in die hellere Ecke gehen. So, und dann geht's los. Guckt euch mal an, wie dünn der Kaffee ist. Das ist ja logisch, dass der mir nicht schmeckt. Obwohl ich extra stark gedrückt habe. Mein Kaffee, wenn ich mir den mache, der ist richtig, richtig dunkel. Nee, also ich kaufe auf jeden Fall Leute.